Zuschauer. Osterglocken, Tulpen und Hyazinthen sind in der Regel die ersten Blumen, die mit ihrer kräftigen, leuchtenden Farbenpracht oder zarten Pastelltönen den kommenden Frühling ankündigen. Damit sie dann auch in ihrem Garten oder auf ihrem Balkon wieder so schön aussieht, sollten sie in den nächsten Tagen oder Wochen vorsorgen und die entsprechenden Blumenzwiebeln in die Erde setzen. Holländische Tulpenzwiebeln kennen die meisten von uns besser als die holländische Küche. Der Andi hat uns darum heute ein holländisches Rezept mitgebracht. Grüß euch miteinander. Es ist eine holländische Hackfleischflade. Und der geht so. Den Pizzateig auswählen, ins Blech hineinlegen und wie gewohnt mit den Gabeln einstechen. Dann die Hälfte vom geraffelten Edammer oder Gouda drüber streuen. Jetzt Hackfleisch im Erdnussöl anbraten, Knoblauch, Zwiebeln und Peperoni dazugeben und kurz mitdämpfen. Tomatenpüree und Ketchup eingeben. Man kann natürlich auch selber einen Sugo machen. Abschmecken mit Paprika, Cayenne und Salz und ablöschen mit einem Dezi Weisswein. Wenn die Flüssigkeit eingekocht ist, ein bisschen abkühlen und die Masse auf dem Fladen schön verteilen. Nach 20 bis 25 Minuten im Ofen backen, den restlichen Käse verteilen und noch 10 Minuten fertig backen. Dann zusammen mit einem feinen Herbstsalat servieren. Das Rezept findet ihr auch in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche viel Vergnügen. Dankeschön, Andi. Blumenzwiebeln eignen sich übrigens nicht nur fürs Gartenbeet. Auch im Balkonkistchen sind sie sehr dekorativ und man kann sie sogar im Wohnzimmer zum Blühen bringen. Nach dem Lockern und Planieren vom Gartenbeet eventuell ein bisschen Gartenkali einschaffen und die Zwiebeln dann setzen. Am schönsten kommen Tulpen zur Geltung, wenn man sie in Gruppen oder nach Farben und Formen anordnet. Das Balkonkistchen kann man zum Beispiel auch mit Galuna und Herbstastern bepflanzen und verschiedene Blumenzwiebeln dazwischen setzen. So hat man schon der Wintertore einen Balkonschmuck und im Frühling blüht alles nochmal so richtig auf. Besonders früh zum Blühen kommen die Hyazinthen in diesen speziellen Gläsern auf einem warmen, hellen Fenstersims. Das Angebot an Blumenzwiebeln ist jetzt in unseren Läden wieder besonders gross und mit der Supercard offerieren wir Ihnen alle Blumenzwiebeln 20% günstiger. Die Blumenzwiebeln entfalten ihre Schönheit dann im Frühling. Ganz im Gegensatz zu den Schönheiten in unserem Magazin, wo man schon jetzt bewundern kann. Bei uns im Studio darf ich jetzt ein bekanntes Gesicht begrüßen. Herzlich willkommen, Pia Pauli. Hallo Pia. Hallo Pascal. Pia, wir alle kennen die aus der Nivea-Werbung und die halten, wie man sieht, was sie verspricht. Danke Pascal. Aber mit der Nivea Vital Tagescreme ist Gesichtspflege tatsächlich ganz einfach. Die Haut wird glatter und straffer, Fältchen verschwinden und auch gegen das UV-Licht ist die Haut optimal geschützt. Gell, besonders anspruchsvoll, gerade bei der rieferen Haut, ist auch die Augenpartie. Richtig, mit der Augenkonturcreme wird die empfindliche Haut um die Augen intensiv gepflegt und mit Feuchtigkeit versorgt. Sie fühlt sich darum angenehm zart an und wirkt straff und elastisch. Auch die Nivea Vital Nachtcreme baut die Feuchtigkeitsdepot neu auf. Mit Biotin angereichert vermindert sie Falten sichtbar und die Haut wird straffer. Ganz alles kann Nivea Vital aber auch nicht. Wie haltest du dich sonst noch fit? Wenn ich in Zürich bin, gehe ich ein- bis zweimal in der Woche schwimmen. Ich pflege natürlich mein Gesicht sehr gut und probiere so wenig Stress wie möglich zu haben. Jetzt wissen wir es. Vielen Dank, ganz besonders dir, Pia, mit dieser Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Danke, danke vielmals fürs Kommen. Das war es für heute. In einer Woche machen wir dann einen Ausflug auf die Alp Hintisberg im Berner Oberland, der von der Coop-Patenschaft unterstützt wird. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Zum Schluss noch der Wochenhit aus dem Coop-Restaurant. Lachstrange auf China-Gemüse mit Wildreis für 13.50 Franken. Danke fürs Zuschauen, noch eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.